Und ja, ich würde auch mich einweisen lassen erstmal und nun ja, die Berichte durchsehen von den Tätigkeiten, die er bis jetzt durchgeführt hat und mir auch gucken, ob ich eine Liste finde der Geweihten, die sich hier offiziell angemeldet haben. Also, das ist der aktualisierte Bericht. Wir haben zurzeit 24 Schiffe, ganz grob 3.300 Flüchtlinge. Die Zahl ist noch etwas angewachsen. Davon haben wir mittlerweile ganz grob 1.200 Helden, wenn man sie denn so zählen möchte. Zumindest sind sie tüchtig, etwas zu tun. Und 27 Geweihte, die aus Flüchtlingsgebieten eingetroffen sind. Zudem haben wir noch vor kurzem angereist und noch nicht ganz in diesen Berichten aufgeführt, die Gruppe rund um die Söldner von Ado Werheimer und den Baron Travigor. Das ist ein Gänseritter aus Romulus, der hier eingetroffen ist und ist dem Ruf der Helden gefolgt, so sagt er. Dabei sind dann wohl auch eine Hesinde-Geweihte namens Mahira Sabamoshti, zwei Goblins. Das sind natürlich keine Geweihten, wollte ich an dieser Stelle trotzdem einmal aufzählen. Ein Eismagier hat er dabei. Ansonsten hatten wir keine ausgebildeten Magier unter den Flüchtlingen. Ein Elf war wohl mit dabei. Chor Akoluten waren wohl auch mit dabei. Ein Zargeweihten habe ich gesehen. Ja. Sahira, ja, diese Frau kenne ich. Ich habe sie auf dem Schlachtfeld bei Hazor kennengelernt. Eine sehr kompetente Frau. Ja, wenn ihr das sagt. Nun, wie steht es dann um die Unterbringung der Flüchtlinge in nun ja die bereits bestehenden Häusern? Ist es möglich, sie alle unterzubringen oder müssen wir Maßnahmen ergreifen, um nun ja neue Häuser zu errichten? Das sowieso. Wir haben allerdings noch einige Zelte draußen vor der Stadt aufbauen lassen, sowohl westseitig als auch südseitig auf den Hauptstraßen. Und die Arena ist selbstverständlich auch gefüllt mit vielerlei Menschen. Da müssen zahlreiche Häuser gebaut werden. Holz habe ich dazu schon bestellt. Das kommt alle 2 Tage kommen da große Lieferungen ein. Aber das kostet natürlich auch. Vielleicht sollten wir überlegen, ein neues Stadtviertel zu errichten. Nun müsste man natürlich den Bauplatz dafür erkunden, ob es einen vernünftigen Bauplatz gibt. Ja, dazu werde ich schon einmal die Bauern ausschicken. Wir müssen natürlich wegen der Tärnmündung aufpassen, dass wir kein Sumpfland erwischen. Daran würden diese Häuser natürlich versinken. Dann müssten wir das Ufer befestigen und trockenlegen. Aber ich denke schon, dass wir das mit, gerade die Leute aus Valusa werden sich ja mit Sümpfen auskennen. Nun, wir sollten vielleicht auch überlegen, das Ganze richtig anzufangen mit einer vernünftigen Kanalisation, wie es sich in einer vernünftigen Stadt gehört. Ja, schon, würde ich auch darüber nachdenken, aber ich glaube, dass wir erst einmal Unterkünfte bereitstellen sollten und danach könnten wir uns dann darüber Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass die Flüchtlinge begeistert sind, wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Metallrohre zu verlegen, anstatt dessen, dass wir Häuser bauen. Versteht ihr? Nun ja, man kann es doch Hand in Hand. Man baut beides gleichzeitig. Ja, wenn wir die Materialien hätten, wäre das kein Problem. Aber das ist jetzt natürlich naja. Wir könnten die Zwerge fragen. Dort gibt es zwar ein ganzes Schiff voll, nicht wahr? Sie werden uns sicherlich zur Hand gehen bei solch einer hervorragenden Aufgabe. Es klopft einmal an der Tür und kannst dann auch hören, wie Rabenmund einmal hereinruft. Und ein Gesicht schiebt sich herein, was von roten Locken gekrönt ist, beziehungsweise wurden so versucht, noch ein bisschen glatt zu kämmen. Ein grüner, merkwürdig horasisch aussehender Anzug. Midas, hast du schon kennengelernt, auch auf dem Schlachtfeld? Es war wohl einer derjenigen, der die Testamente aufgenommen hat. Herr Rabenmund, es ist mir ein Vergnügen. Oh, ihr habt Besuch. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht Midas, stören. kommt doch herein. Aber Erinnert mir. dich an mich? Ihr seid der Magier, der den Drachen bezwungen hat, nicht wahr? In der Tat, mit Hilfe meiner Gefährten natürlich. Nun, es ist mir eine außerordentliche Freude, euch wohl aufzusehen. Kommt. Setzt euch doch. Danke, danke, danke. Nun, wie ist es euch ergangen? Erzählt.
Midas, ich hatte euch herbestellt, um mit mir die Dokumente durchzugehen, aber wenn ihr euch kennt, dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich innehalten und dann könnt ihr natürlich selbst einmal disputieren. Ich mache derzeit erst einmal alleine weiter. Hab Dank. Abelmir, nun, ihr reist immer noch mit Zulami, nicht wahr? Wie geht es ihr? Nun, den Umständen sprechen, sie ist ein wenig vom Leben gezeichnet, aber sie erfreut sich bester Gesundheit. Nun, das ist erleichternd zu hören. Ich hörte, sie hat das Amt dieser Stadt übernommen und nun, es kommt viel auf sie zu, nicht wahr? Ja, in der Tat. Deswegen versuchen wir, sie mit bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen, um ihr dieses schwere Amt zu erleichtern. Das kann ich gut nachvollziehen. Nun, wo ist sie denn gegenwärtig? Nun, soweit ich weiß, ist sie im Chortempel im Westen der Stadt. Gut, das ist eine wichtige Information, hab Dank. Aber zunächst zu euch. Ihr hattet in den letzten Tagen und Wochen, wie man hört, ja einiges an Scherereien, nicht wahr? Oh ja, es gibt immer etwas zu tun. Die Bösen besiegen sich nicht von alleine, leider. Nun, ich konnte eine gute Flasche horasischen 83er Rotwein requirieren. Doch, nun, vielleicht habt ihr ja Lust, mir etwas mehr zu erzählen bei einem Glas Wein? Natürlich, aber zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich immer sagen. Bitte keine Rotweinflecken auf den Dokumenten. Ich halte sie tatsächlich, wenn Zulamin das sieht, dann denkt sie, ich habe diese Flasche geöffnet. Wie wäre es, wenn ihr heute Abend auf das Schiff kommt? Dann können wir diese Flasche gemeinsam leeren. Das wäre mir ein großes Vergnügen. Ich werde eure Einladung selbstverständlich folgen. Sagt, noch eine Frage, wie geht es denn dem Sonnenschein eurer Gruppe? Wie geht es Yalan? Oh, ihr habt es noch nicht gehört? Nun, er ist nun ja nicht von uns gegangen, er ist ins Licht gegangen, könnte man sagen. Preis hat ihn zu sich geholt. Nein, das wusste ich nicht. Das betrübt mich, das zu hören. Er hat mir noch 6 Silber geschuldet. Nun, ich fürchte, auf diese 6 Silber müsst ihr verzichten. Es sei denn, ihr findet jemanden, der euch diese 6 Silber auszahlt. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass das... Du könntest seine Frau fragen. Ja, genau. Ich glaube, er würde auf 6 Silber verzichten. Ja, das, ja. Nun, dennoch betrübt es mein Herz. Es ist... Nun ja, es ist ein Heiligabend, da wo er hingehört, vermutlich. Vielleicht ist es besser so. Nun, und Fex wird sicherlich auch die ein oder andere Sache mitzureden haben. Nun, habt ihr mitbekommen, wir haben versucht, das Licht wiederherzustellen. Das hat nicht geklappt, aber seitdem... Nun, welches Licht meint ihr? Oh, jenes Licht aus der Stadt des Lichts, jenes, welches verloren war. Ah. Oder ist... Das ewige Licht. Ja, ich höre davon. Eine traurige Angelegenheit. Nun, ein kurzer, sehr heller Lichtblitz war uns vergönnt, aber leider nicht mehr. Es sind wohl noch andere aufgebrochen, an anderen Stellen nach anderen Möglichkeiten zu suchen, doch wir haben uns entschieden, also nicht wir, der ehrenhafte Baron Travigor hat sich entschieden, und wir haben uns seinem Gefolge natürlich angeschlossen, denn, oh, das ist euch vielleicht gar nicht bewusst, die Baronie Dergelsheim, die wir mit dem ehrenwerten Baron Travigor errichtet haben und instand gesetzt haben, blüht und floriert aufgrund von einigen der passenden Investitionen ins Gaststätten- und Transitgewerbe. Nun ja, wenn es euch... Nun ja, zufällt, die Wirtschaft der Wildermark wieder anzukurbeln, dann wünsche ich euch viel Vergnügen, aber nun ja. Ihr Tropfen hilft, wie man natürlich schön sagt, in Horas Reich. In der Tat, und denkt daran, eine Baronie, die prosperiert, wird andere nach sich ziehen. Geld ist das beste Mittel, um gegen nun den Verfall anzukämpfen. Nun ja, Geld Handel. Ist nicht alles. Nun, Wandel durch Handel, nicht wahr? Geld ist nur ein anderes Mittel, um sich das zu beschaffen, was man will. Nun, besser als wenn wir uns ständig die Köpfe einhauen. Nun ja, meistens geschieht das doch wegen Geld, oder? Nun, es geschieht eher deswegen, wofür Geld steht.
ein Anspruch auf etwas. Geld ist ja eine abstrakte Möglichkeit, Besitz auszudrücken. Es geschieht also nicht des Geldes wegen, sondern des Besitzes wegen und weil jemand unzufrieden ist. Das heißt, wenn ein Landstrich prosperiert, nun steigt die Zufriedenheit und damit steigt auch das Ansehen des Landes. SE auf Philosophieren. Nun ja, ich bin mir nicht sicher. Ich vermute eher, es wird, gierige Augen wecken von deinen Nachbarn. Aber nun ja, wollen wir hoffen, dass wir das Beste für die Wildermark erreicht. Und ihr habt eine Aufgabe hier erwähnt. Ihr wollt etwas abgeben, verfassen? In der Tat. Ich möchte mich auch nicht weiter aufhalten, denn nun, der Ehrenwert Baron hat mich dem Herrn Rabenmund unterstellt, sodass ich ihm zur Hand gehe bei, nun, der Auflistung der laufenden Kosten und möglicher Investitionsmöglichkeiten. Erzähl ruhig weiter. Entschuldigung. Nun, wir haben schon einiges bewerkstelligt, aber es nimmt kein Ende. Dann werden wir wohl in nächster Zeit Hand in Hand arbeiten, denn ich denke auch, hier tätig zu werden. Ich weiß nicht, was ich sonst in der Stadt erreichen könnte. Oh, das freut mich, einen so wachen Geist wie euch an meiner Seite zu wissen, dieser tumbe Preisgeweihte, mit dem wir unterwegs sind. Nun, er sieht immer nur das Beten und er ist ein kompetenter Kerl und ein gutmütiger Mensch, aber ich bin... Sie nerven hin und wieder, nicht wahr? In der Tat. Ja. Ihr sprecht mir aus der Seele, mein Freund, ihr sprecht mir aus der Seele. Ja, man kann sich eine oder zwei Predigen anhören, aber spätestens dann wird es etwas dröge, nenne ich es mal. Ja, Licht hier, Licht da, bete, sei demütig, ist schön und gut, aber ja, es wiederholt sich dann doch recht schnell. Und so könnt ihr gemeinsam über Praiodur lästern, während ihr die Dokumente von Rabenmund durchgeht. Dann Frage an Diamantes, was möchtest du tun? Diamantes hätte aber mir... kurz zumindest zu Rabenmund begleitet oder wäre später noch zu Rabenmund gegangen, um ihm zu sagen, dass er ein paar Boten losschicken soll Richtung Süden und vor allem die östliche Straße von Elburum hinab heraus entlang reiten soll und dort Einkünfte holen bezüglich Ereignisse des letzten Tages, eben das, was uns auch schon aufgefallen ist, um einen dritten Punkt zu finden, an dem diese Welle gegangen ist, falls sie wirklich lineal ist. Damit du den Vektor bestimmen kannst, gut. Genau. Also nicht nach Osten, sondern nach Westen weg. Die Straße nach Westen weg. Ah, ja, nach Westen, richtig. Genau. Vollkommen. Gut, dann kannst du die Boten losgeschickt haben. Soll kein Problem sein. Genug werden da sein, die natürlich nicht direkt eine Antwort bringen, aber sie sind erstmal unterwegs. Noch irgendwas? Und danach werde ich mich ein wenig in meiner Kajüte zurückziehen. Erst einmal, um eine Skizze, die ich bereits gemacht habe, herauszukramen. Und zeitgleich werde ich auch eine neue Skizze beginnen wollen. Und zwar bereits mit einer Konzeptskizze anzufangen, wie der Gürtel, die Fälschung des Gürtels am Ende denn aussehen soll und aus welchen Materialien er denn bestehen soll, damit die Fälschung möglichst real wirkt. Achso, ja, richtig. Du hattest den Gürtel ja auch gesehen, ne? Richtig. Wir haben den Gürtel alle gesehen. Ja, also ganz grob, schwarzes Leder, schwarze Seide und dann... Das Tolle ist ja auch, dass Demiona bzw. Eleonora gar nicht weiß, wie dieser Gürtel aussieht, denn du weißt ja selber schon, dass dieser Gürtel seit 600 nach Bosporans Fall verschollen ist. Das heißt, sie kann gar nicht wissen, wie er aussieht. Ja, das ist richtig, aber das wir hilft. Werden keinen Spielraum lassen. Wir werden es möglichst real gut fälschen wollen. Und danach werde ich mich zu dem guten Lahalka schwenden. Ja, während du in deiner Kajüte sitzt, geht die Tür auf und du siehst, wie der alte Mann an einem Krückstock hereinkommt. Ah, Junge, gut, dass ich dich hier finde. Weißt du, wenn du dich daran machst, diesen Gürtel zu fälschen, denk daran, dass er eine Signatur braucht. Er muss bösartig sein. Du kannst ihn nicht einfach nur profan fälschen. Es muss zu spüren sein. Nicht nur, dass ihr ihn in ein magisches Artefakt verwandeln wollt. Er muss eine bösartige Präsenz besitzen. Nein,
Alter Mann, du täuschst dich. Ah, du standest wohl nicht vor dem Gürtel wie ich. Er hatte keine bösartige Präsenz. Er hatte kaum eine Präsenz. Und genauso wird der hier auch sein. Zulamin hat da schon den richtigen Riecher für und wir werden uns danach wenden. Und das mit dem Magiekrams kriegt Serpentilio schon hin. Das Böse muss nicht immer... Das Böse sieht nicht immer mit Hörnern aus und mit Zähnen dann, die nach dir schnappen. Sieh mich an. Sehe ich aus für dich, als wäre ich böse? Nein, nein. Er muss keine eigenen... er muss etwas Dunkles haben. Etwas Anziehendes, verstehst du? Da reicht es nicht, wenn du einfach nur etwas... Stollen Nummer 5 darauf sprühst. Er muss zutiefst verdorben sein und so sehr tief, dass es anziehend wirkt. Normal. Der beste Trick der Dämonen ist es, die Menschen glauben zu machen, dass sie nicht existieren, verstehst du? Ja. Ja, ich verstehe, aber... So eine Präsenz kann man nicht einfach herbeibeschwören. Doch, kann man. Genau das kann man. Und wie? Nun, frag einfach deinen Hexenmeister. Oder aber du bittest mich. Entweder ich tue es, wenn der Gürtel fertig ist, oder aber dein Brabaki. Er kann es auch. Wenn ein weiterer Einfluss auf den Gürtel herrscht und wir ihn Serpentilio geben, dann wird er das sicherlich mitbekommen. Aber etwas brauchen wir nicht. Ich will nur, dass du es im Hinterkopf behältst. Demiona ist eine kluge Frau. Denk einfach daran. Er klopft dir mit seiner spindeldürren Hand auf die Schulter und geht dann wieder nach draußen. Lahalkash, kannst du 3 Schiffe weiterfinden, wo du ihn herumschreien hörst, während er gerade irgendwo auf einem Segel steht und ein paar Metallstreben anbringt, aus welchem Grund auch immer? Junge, wenn du was von mir willst, komm hoch! Hey, da bist du ja. Ich hab gesagt, komm hoch! Hast du hier alle Hände voll zu tun? Sagt Diamantus, während er sich schon einen Einsatz in den Riemen packt. Kannst mir auch helfen. Ich dachte eigentlich eher, du könntest mir helfen. Komm hoch! Ich wollte eigentlich was zeigen und das geht hier oben nicht. Dann schüttelt er nur oben im Kopf. Ja, dann mach später. Ja, weißt du was? Bleib oben. Ich komm hoch. Wir machen den Scheiß hier zusammen fertig und dann hilfst du mir. Alles klar? Okay. Ja, gesagt, getan. Er raunt dir dann noch zu, um zum Knuff in die Rippen, der oben so ein bisschen, also an Deck hätte es vielleicht gar nicht so weh getan, aber hier oben, wenn du dich konzentrieren musst, dann tut dieser Kniff in die Rippen tatsächlich ein bisschen weh. Ich habe übrigens gehört, wie du mich Logolosch genannt hast. Arschloch. Ich würde ich doch niemals tun und auf einmal wackeln die Seile und Diamant des Ellbogen landet in seinen Rippen. Scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Seine Rippen bestehen aus Stahl. Und so kannst du die nächsten paar Stunden oben in den Segeln helfen, bis ihr irgendwann nach unten steigt und er dann tatsächlich mit schwieligen Fingern ein paar Holzsplittern in der Hornhaut dann in seine eigene Kajüte geht, beziehungsweise zu den anderen Zimmerleuten, wo er vorne in eurem Schiff seine Werkstatt hat. Gut, werf mal hier ein Auge drüber, ja? Und Diamantus breitet eins der Dokumente auf, was er am Vortag bekritzelt hat und wo verschiedene Spitzen drauf zu sehen sind. Aber abseits der normalen Spitzen scheint es sich wohl um vergrößerte Kriegsbolzen zu halten, aber auf ein Maß gesetzt, das zu einem Skorpion, einem schweren Aal passen würde. Hier, kriegst du das geschmiedet? Finde ich nicht sonderlich schwierig. Brauchen wir den Stahl dafür? Das vielleicht nicht. Diamantus blättert um. Und dann brauche ich noch einige von denen hier und denen hier. Alles verschiedene Spitzensorten. Die wird einige Zeit dauern.
etwas schwieriger sein, sichelförmig, Kettenbrecher. Und die sollen einen besonders großen Pfeifton verursachen. Aber mit der richtigen Zeit, meinst du, kriegst du das hin? Ja, schon. Ist das so dringend, dass ich jetzt die Reparatur der anderen Schiffe abbrechen muss? Oder soll ich das bis zu irgendeinem Datum fertigen? Wir werden uns wohl noch einiger Zeit in dieser Stadt aufhalten, aber auf See haben wir nicht viele Gelegenheiten zu schmieden. Und beim nächsten Kampf möchte ich Dinge auf jeden Fall haben. Kriegst du das hin? Etwa eine Woche. Eine Woche? Okay, also wenn ich mich alleine... Wenn ich jetzt alle stehen und fallen lasse, dann brauche ich 2 Wochen, um dir diese Geschosse so anzufertigen, dass sie auch flugbereit sind. Und wenn du nochmal wenn ich nochmal für dich mit Rabenmund quatsche und er dir ein paar Schmiede hier aus der Stadt zur Seite stellt? Mit 20 Lehrlingen. Die kann ich anweisen. Ist nicht sonderlich schwierig. Ist nur viel. Besorg mir 20 Lehrlinge und ich mach's. Ich sehe, was ich machen lässt. Gut. Alles klar, die Pläne kannst du hier behalten. Kannst ja schon mal ein Auge drauf werfen. Ja, hab ich schon hier oben drin. Klopft sich gegen seinen Holzschädel. Ja, und während ich mich frage, was er alles sonst da oben noch drin hat oder eben nicht, verlasse ich das Schiff. Um, ja, wahrscheinlich mit Rabenmann zu quatschen und generell zu schauen, wie viele Schmiede, Lehrlinge oder ausgebildete Schmiede sich auch hier befinden. Ja, gib mir mal eine Staatskunstprobe. Ich erleichtere sie dir um die Punkte, die Abel mir übrig hatte. Staatskunst. 18,5 sind 9. Das ist Wissen, ne? Jupp. Habe ich tatsächlich. Okay. Boah, sogar ziemlich gut. Die Erleichterung ist nicht eingetragen. Passt. Nee. Dann bekommst du deine 20 Lehrlinge und die Armbosse, die Schmiede, so dass ihr rechtzeitig diese Spitzen habt. Rafim, hast du noch irgendwas vor außer Chor-Tempel? Mit Serpentinium Hafenbecken stehen? Nee, ich will nur was weihen im Chor-Tempel, aber das dauert noch 1-2 Tage. Gut. Ja, habe ich Produktivs nicht vor. Alles klar. Dann, wenn du mit Zulamin zurückkommst, kannst du sehen, wie sich dann wohl zum Glück auch Bauer Rogel und der Prios-Geweihte verabschieden und in Richtung Süden abdrehen. Und wenn du dann das Schiff betreten willst, kannst du sehen, wie Serpentilio dich von der Seite anzieht. Vielleicht hast du davor Zulamin noch abgesetzt. Wenn wir diese Baronin gefunden haben, denn Zulamin hat die ja da so am Ufer gesehen, würde auf dem Rückweg schauen, ob wir die da wieder finden. Gassenwissenprobe. Okay, schauen wir mal. Aber die steht halt nicht den ganzen Tag da. Ja, natürlich nicht, aber kann ja sein, dass sie da ihre Unterkunft hat und mehr Wissen hat Zulamin darüber aktuell nicht. Du kannst dich zumindest durchfragen und an der Schenke kann Rafim dich dann absetzen, während du dann hineingehst. Gut. Ja, aber halt ruhig Mira bei dir, ich geh zu Fuß. Danke dir. Ja. So, Serpentio, warum schaut ihr mich mit so großen Augen an? Ah, ja, einen Moment. Der Serpentio hat irgendwie den Mantel voller Sägespäne, wie nennt man das? Hobelspäne, danke, und legt irgendwie sorgsam einen Meißel beiseite. Im Moment, Lahal Kasch wird mich über Bord werfen, wenn ich seine Werkzeuge verliere. So, jetzt. Ich erinnere euch, wir haben einen kleinen Abstecher ins Hafenbecken, nur einen winzig kleinen Spaziergang, kurzer Tauchgang und dann könnt ihr wieder eure Wege gehen. Ja, natürlich. Hervorragend. Ich lasse dann aber meine Sachen besser hier, ne? Oh, vermutlich. Ja. Auf ihm stürmt er eben in seine Kabine, legt seine gesamte Rüstung ab und kommt nur wieder mit seinem neuen Chorspieß aus der Kabine heraus. Wir gehen dann ein paar Schritte, wir sind ja schon im Hafen, wir gehen ein paar Schritte in Richtung des, Lass mich auf die Karte schauen. Oh, ich bin auf der falschen Karte. Der Chor-Tempel ist da, wo früher der Malmann gestorben ist, right? Also hier waren die Kultisten mal. Ich nehme an, dass der Malmann dann hier auch irgendwo... Der Malmann ist da. Aber
Da war früher der Svafnir-Tempel an genau der gleichen Stelle. Und da genau haben wir den mal getötet und da wurde und der dann neuer Tempel. Genau, und da, genau da bewegen wir uns so langsam. Okay, gut. Nun, ich stelle mir vor, ihr wart bei der Eroberung der Stadt dabei?